Weißt du, was wir brauchen? So ein Automat, so ein Boxautomat, der an der Kirmes hängt. So ein Automat, so ein Boxautomat, der an der Kirmes hängt. Drei Tage später. Willkommen bei Tizi! Tschubesch! Ja, wir chillen hier gerade im Studio. FIFA vorne an, leider noch keine Points am Start. Und Coins und hin und her, ja, immer noch nichts. Von EA, sag ich mal. Wir auch gehört haben auf jeden Fall schon was. Und zwar wird aktuell in unserem Fall gearbeitet. Die haben da ein paar technische Probleme hin und her. Aber um das soll es heute gar nicht gehen, weil wir warten auf unseren Boxautomaten, ne? Derzeit unterschreiben wir hier gerade ein paar Autogramme, Karten für die neuen Merch. Hier zeigt der Schlitz. Achtung, hier. Hättest du mal sauber machen können, Alter. Guck mal, das sieht aus, als hätte Scheiße! Voll die Popel dran geschmiert. Ganz ehrlich, es gibt auch wieder Autogrammkarten dazu. Simon hat es gerade gesagt. Ja. Wir machen jetzt. Diese Karte hier, ne? Ja. Werde ich jetzt so bearbeiten, dass wenn die jemand kriegt und uns ein Bild bei Insta zeigt, gewinnt er. Kriegt er von uns ein Meet and Greet. Wir fahren persönlich, egal wo in Deutschland. Geiles spontanes Ding, Alter, muss ich gerade mal sagen. Ja, hallo. Ich bin der coole Junge. Fahren wir persönlich zu dir nach Hause. Genau, schreib bitte was drauf. Ich sag, die tut sich unseren Tipp vom Merch, Lennart tut sie sich selbst reinsnacken. Nee, was schreibt man drauf? Boxautomat findet drauf, okay. Boxamk. Merkt ihr es? Wir fotografieren die noch ab. Ja, alles klar, dann machst du mal das. Und zwar, in der Zeit, wo Timo hier schön das abfotografiert, kann ich euch mal ganz kurz hier was auf unserem Streamdeckel zeigen, Jungs, weil ihr seht schon hier, ja gut, schöne Kaffeereste. Die Karte gewinnt ein Meet and Greet mit uns persönlich, egal wo in Deutschland. Kommt hier auf den Stapel. Abfahrt. Und zwar haben wir hier ein bisschen schon Vorbereitungen getroffen für den Boxautomat. Ihr seht's, Jungs, Achtung, wir machen hier so. Ich filme mal hier drauf. So, wenn jetzt hier aufs. Erstmal hier unsere normale FIFA-Szene, ne? Kennt ihr ja hier SBC. Langweilig! Und dann kommt hier, Achtung. Ey, das ist so gut, ne? Zack, und dann kann man dann hier hinten schön hingehen. Timo, kann mal kurz die Kamera so halten hier auf dem Monitor, weil ich dann jetzt hier schon. Ihr seht jetzt hier Simon. Zack, Alter. Genau hier steht der Automat. Kommt die Schwinger. Batsch, Alter. Da wo jetzt. Ohne nochmal dran. Da wo jetzt die Vitrine ist, kommt der Boxautomat hin. Bist du durch? Aber 16 Uhr. Stay focused. 15 Uhr wollten sie kommen, aber dann hatten sie. Nette Frau angerufen von dem Automat. Was mir gerade einfällt, du kannst schon noch kurz diese LED-Bars zeigen, weil wir hatten es assi oft in dem letzten Video in den Kommentaren, welche LED-Bars hier sind und hier haben wir sie ja schon. Kannst du ganz kurz was dazu sagen? Kann man auch hier über die Kaltstecker direkt verbinden. Genau, Jungs, das sind so, die kann man, man muss sie gar nicht mit dem PC steuern. Man kann die Dinge auch einfach zusammenhängen, ja, über DMX wird es gemacht. Genau, über DMX wird es gemacht. Die kann man dann zusammenhängen und dann haben die auch schon so vorgefertigte Programme. Wir haben das ja alles jetzt mit dem PC. Was sagen die Jungs? Blau oder rot? Schreibt's in die Kommentare. Kommentare. Ja, auf jeden Fall basteln wir jetzt hier noch ein bisschen an OBS rum. Was zu essen bestellen wir uns auch mit gute Uslumann. Jungs, und dann unterschreibt Timo mal weiter, weil der ist mal wieder so langsam und mal wieder getrödelt. Und ich sehe, was hat der denn überhaupt für einen Schnitt hier, Alter? Was hab ich? Musst du dir die Haare so ein bisschen vorkämmen, weil du aktuell ein bisschen Probleme hast? Wo denn? Seite, Alter, was ist bei der Seite da los hier? Wo? Steht so ein bisschen ab? Sehr ruhig, sehr doch. Sieht das scheiße aus, Jungs. Ganz ehrlich, schreibt's rein. Sieht scheiße aus. Hau jetzt mit der Schreibung, gib Gas, wie dann der Boxautomat kommt. Ja, wir warten immer noch auf unserem Automat. Uhrzeit 16:27 Uhr. Gucken hier gerade einen stinkigen Benji an. Noch nie so schlechte Qualität gesehen, Junge. Was hört er? Unsere Playlist. Hat er uns verlinkt? Nee. Guck dir das an, das verzweifelte Gesicht von dem. Das verzweifelte Gesicht. Ist der Junge verzweifelt? Da geht gar nichts, ne?
Ja gut, dann werden wir die später noch öffnen müssen, ne? Dann kommen wir gar nicht. Und wir warten weiter und können uns Benji. Wir hocken hier immer noch und warten auf den Automat, da wurde ein bisschen langweilig und wir haben Benji eine kleine Spende. Wir haben Benji eine kleine Spende rübergehauen, ja? Bringt euch mal jetzt da an! Ja, wir können den auch schon reinmachen. Alter, ist das hier langweilig. Da ficken wir lieber deine Mutter, als hier zuzuschauen, Hurensohn H. Hoffentlich ziehst du nie wieder eine eigene Dogface. Du Hurensohn. Boah, LF, zum Glück. Und noch hier! Ja. Der ist hier dicht, Digga! Und jetzt wurden wir einfach gebannt, Alter. Wir können nichts mehr schreiben. Einfach raus, wir sind einfach raus. Und ganz ehrlich, Boxautomat, Mann. Bursti! Jungs, guckt euch an. Da steht ein Wart und guckt ganz hektisch raus. Und gerade so ein UPS-Bus hier vorbeigefahren. Ist er das? Hey! Mann, er kommt nicht. Wir haben schon alles freigeräumt. Hier ist schön Platz zum Anlaufen nehmen. Haben die Vitrine umgestellt. Hier, kommt mal hin und laufen. Zack, Alter. Spielst du mal ganz kurz Boxautomaten und ich renn ran? Ja, ich stell mich hin. Weil ich finde, dein Kopf sieht ein bisschen aus wie diese Glocke. Hier ungefähr, in der Höhe hängt das so. Ja, weil ich finde ungefähr so, der Kopf sieht aus wie eine Glocke. Und dann kommt man so, macht zack, Alter, ne? Und dann voll in die Fratze. Ja, Jungs, wir müssen warten. Das hilft nichts. Hilft alles nichts. Ah, guck mal hier, geil, ne? Kühlschrank beklebt. Sieht so aus, als wäre da unten ist einer rumgelaufen. Ich hab ihn entdeckt, Alter. Auge! Ich glaube, er ist es. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, er müsste sein. Wir nehmen euch jetzt mal mit, so gut wie es geht. Jungs, das Ding ist größer wie gedacht, Alter. Der in der Mitte ist uns. Aber wie soll das gehen, Jungs? Wie soll das bitte gehen? Oh. Oh. So. Finish! Jungs, WTF, Alter, das ist zu viel, ne? Es war einfach wieder eine spontan übertriebene Aktion. Wo wollen wir denn nicht her? Digga, das Ding ist viel zu groß. Ich will das gerade jetzt überhaupt nicht in. Ich hab gesagt, wir nehmen einen Boxsack für 120 Euro. Nee! Wir brauchen einen Automat für knapp 3 Mille. Und ja, der polnische Fahrer sagt auf Wiedersehen. Es ist Finish. Und ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir das Ding da hochkriegen. Also ich würde sagen, Jungs, alle da anpacken. Wenn ihr uns später am Stream seht, dann haben wir es überlebt. Alle anpacken, es geht los. Digga, da passt niemals rein, da passiert nicht mal rein. Der junge Mann da hinten hat gerade Probleme. Aber es ist unmöglich. Ich sage, es ist unmöglich, den hier reinzubringen. Oh, das ist kalt. Guckt euch an. Niemals, Digga. Ja, es ist so kalt. Let's go. Auf ein neues. Geht nicht. Fuck, es ist so kalt. Ah! Okay, wir machen das hoch. Ja, wir sind nur steiler, ich kann es dann wieder dahinter, ne? Okay. Pack uns hoch. Ja. Was ist das? 2, 3. Ja, ich kann es dahinter jetzt machen, das ist hier. Ich bin ein Zwickblechner. Jungs. Ich stehe hier einfach mit Treppen nur. Hast du die Brüste? Ja, ich habe mich auf so Schmerzen. Hast du die Brüste hier? Ich stehe hier im Liga. Soll ich das 130 Kilo stellen oder was? 3, 2, ich stehe hier. Ja! Fuck! Digga, das ist die Gitarre, die ich bekommen habe. Ich bin krank im Arsch. Ich
loslassen. Ich hab gerade das Ding an den Kopf gekriegt. Ich glaube, man hat's gesehen. Wir stehen. Ja, lässt mich 130 Kilo stellen. Ich habe oben gestellt wie ein Weltmeister. Machen weiter. Machen weiter. Immer weiter. Stehen. Ich hab. Zeitlich einnehmen. Könnte gehen, oder? Wieder rumdrehe. Aufstelle, schön gleich die Füße reinmache. Das können wir eigentlich umfangen, ne? Jetzt kurz. Was geht hier ab? Was machst du hier? Unsere neue Boxautomat. Einmal! Wie war das? Scheiße! Fucking shit! Digga. Hä? Die haben uns gefickt. Warum? Kein Stromkabel dabei? Ja. Sowas haben wir ja noch, Kaltgeräte, Steckerkabel. Oder? Oder hängt es oben irgendwo drin? Jetzt müsst gerade das Ding runterkippen. Jungs, da ist er. Wir stellen jetzt erstmal hin und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn er steht, oder? Ja, Mann. Sehen uns gleich. Hör doch mal auf zu fummeln, hallo. Hey. Was haben wir drüber? Wo ist drüber? Das ist deine da drüben. Oh, Michaela, ey. So, guck mal, was hier im geheimen Fächel ist. Wir suchen noch ein Stromkabel aktuell. Wir haben halt reingeguckt. Ah, das ist das Herzstück. Alter, wie billig ist denn das? Manager of Quality, Alter, hat Stempel gemacht. MS. Okay, dann muss es eigentlich Qualität sein. Also, es ist QM, ne? Und ein QM-Plan, ja, wurde durchgeführt. Boah, das ist das Münzefächel. Ich glaube, das ist das Münzefächel. Da steckt doch hier... Ah, ne, ja, der ist für da. Paket, Alter. Hey! Haben wir Stromkabel? Ah, Stromkabel. Ah, Füße. Und Füße. Ah, wow. Wow. Für was ist denn das? Für die Murmel oben drauf zu wichsen. Hä, warum ist denn Luftpumpe dabei? Jungs, da kommt euer Geld rein, was ihr alles reinschmeißt in den Automat. Grüße ihn raus an die Crew. Wenn ihr kommt, hier landet euer Geld. Ich hoffe, der ist voll. Weil davon hole ich mir dann einen Lambo, habe ich schon gesagt. Ah, das passt hier schön rein. Ja? Da fallen die Münzen rein, ja, schön. Ja, Jungs, wir stehen jetzt hier. Kurz mal in den Strom gesteckt, weil wir wollen ja gucken, wie wir diesen kostenlosen Modus einstellen. Also, jetzt geht's los. Der erste First Punch. Ja. Du Pisser. Wir müssen erstmal in der scheiß Anleitung gucken, wie wir das einstellen, dass wir den
Ey, habt ihr schon mal einen Boxautomat gesehen und gehört, der so eine klare, geile Stimme hat? Bitte Geld einwerfen. Achtung, und hier. Wettkampf für 3 Spieler. Wow. Wettkampf für 4 Spieler. Wow. Wettkampf für 5 Spieler. Wow. Wettkampf für 6 Spieler. Na Jungs, jetzt lasst mal krachen. Nice. Dann guck mal, wie das scheißige Einstellung ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Und Jungs, das Ding ist eingestellt und wir haben gerade schon ein bisschen getestet. Das macht richtig verrückt. Komplett broke. Ja, ihr seht hier oben 895. Die blinkt, weil dieser gute Mann hier. Ich? Hör auf, du Dreckschwein. Aufzulügen, Alter. Wenn du Ehremann bist. Wir machen es jetzt aus. Komm, mach nicht lang rum. Hier ist die Mumme. Abfahrt. Wenn du Ehremann bist. Der Beat hat's gemacht, der Beat hat's gemacht. Fucking Gott, Alter, meine Hand tut weh, ne? Ach Gott, die Frisur am Arsch. Jungs, wir sind fertig. Ende. Ihr seht's, ihr wart live dabei. Besser, Alter. Wir haben, Simon hat eine gute Idee gehabt. Hier oben kommt immer das Magnetbild vom Champion dran. Und ich würde sagen, Jungs, zerschmettert wirklich den Like-Button, ja, ne? Ey, das ist auch einfach, welche YouTuber gönn ich einfach mal einen Boxautomat für die Weekend League sich abzureagieren. Wir sind aber jetzt durch, wir haben das Stück Ding. Ein bisschen in den Automat reinstellen, dass es cooler wirkt. Achtung, stell dich mal so. Jetzt ist Schluss, Jungs. Ende, Jungs. Alter, wir tun die Hand so weh, ne? Wir sind klatschnass. Soll ich dir deinen Pipi-Mann abschneiden? Jungs, haut rein. Ciao.